Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu den CAA-TV-News aus dem Mai. Ja, zuerst eine wichtige Meldung zur Legalisierung in Deutschland. Dieses Jahr hat die Outdoor-Saison zwar später begonnen, aber sie beginnt jedenfalls problemlos ohne die Zustimmung der Regierung. Ja, da wir schon in Deutschland sind, für autofahrende Kiffer sieht es weiterhin nicht gut aus. Verkehrsrechtler und Rechtsmediziner fordern schon seit längerem im Zusammenhang mit der Cannabis-Debatte eine Anhebung des derzeit maßgeblichen Grenzwertes von 1,0 Nanogramm Tetrahydrocannabinol pro Milligramm Blutserum als Nachweis für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit. Der aktuell angewandte Grenzwert von 1,0 Nanogramm THC pro Blutserum liegt so niedrig, dass er den Nachweis des Cannabiskonsums ermöglicht, aber nicht zwingend einen Rückschluss auf die verkehrsrelevante Wirkung zulässt. Hatten im August 2022 die Experten des 60. Deutschen Verkehrsgerichtstages festgestellt. Ja, wie viele von uns wissen, führt in der Praxis der aktuelle Schellenwert tatsächlich immer wieder dazu, dass Autofahrende, deren Cannabiskonsum schon länger zurückliegt, und also die sich nicht im rauschenden Zustand ans Steuer begeben, mit empfindlichen Sanktionen rechnen müssen. So ist nach § 24a Straßenverkehrsgesetz mit mindestens 500 € Bußgeld, Fahrverbot, Punkten in Flensburg und, wenn es ganz übel kommt, auch mit dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen. Ja, vor diesem Hintergrund hatte der Verkehrsgerichtstag nach intensiven Beratungen den Gesetzgeber aufgefordert, den derzeitigen angewandten Grenzwert angemessen heraufzusetzen. Auch der Deutsche Anwaltsverein DAV appellierte an die Ampelkoalition im Zuge ihres Projektes Cannabis-Legalisierung eine Regelung analog zu Alkoholfahrten zu schaffen und zu tatsächlich berauschte Fahrer zu sanktionieren. Also wissenschaftliche Studien belegen, dass erst ab einem THC-Wert von 2 bis 4 Nanogramm überhaupt von einer Beeinträchtigung gesprochen werden kann. Und zudem eine Promillegrenze von 0,5 Promille vergleichbare Größenordnung von 4 bis 16 Nanogramm vorliegen müssten. So sind sie sich im Arbeitsgemeinschaftsverkehrsrecht übereingekommen. Krima verwies dabei auf die im Gegensatz zum flüchtigen Stoff Alkohol langsame Abbaugeschwindigkeit von THC nach dem Cannabiskonsum. Also wer aufgrund der besonderen langsamen Abbaugeschwindigkeit von THC noch Tage nach dem Konsum ohne jegliche Beeinträchtigung auf die Fahrtüchtigkeit einen Wert von 1 Nanogramm aufweist, verliert, wie erwähnt, unter Umständen seine Fahrerlaubnis. Ja, und noch eine Meldung aus Deutschland, diesmal aus NRW. Will auch Nordrhein-Westfalen Cannabis-Modellregion verhindern? Hier geht es also nicht um Cannabis-Social-Clubs, sondern um Cannabis-Fachgeschäfte. Ja, nach Bayern beabsichtigt offenbar auch Nordrhein-Westfalen, die von der Bundesregierung geplanten Modellregionen für den kommerziellen Verkauf von Cannabis zu stoppen. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf begründete seine Ablehnung des Vorhabens mit möglichen Hirnschäden durch den Cannabiskonsum bei jungen Erwachsenen. Außerdem sei bisher nicht klar, wie das Vorhaben mit geltenden Völker- und Europarecht in Einklang gebracht werden sollte, sagt eine Sprecherin von Minister Laumann, CDU, der Rheinischen Post. Ja, Bundesgesundheitsminister Lauterbach will den in den Modellregionen die Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften zeitlich befristet testen lassen. Der SPD-Politiker hat dazu für den Herbst einen Gesetzesentwurf angekündigt. Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen haben bereits Interesse angekündigt, sich an den Projekten zu beteiligen, unter anderem auch Köln, Münster und Bonn. Ja, und jetzt noch ein polizeilicher Erfolg für Kommissar Zufall aus Österreich. Ja, der hat nämlich durch Zufall 5,5 Kilo bei einer Grenzkontrolle entdeckt. Ja, ein unbekannter Autolenker reiste am Sonntag um 2.30 Uhr morgens am Grenzübergang Seeberg-Sattel, also Bezirk Völkermarkt, nach Österreich ein. Dort wurde er vom Polizeibeamten der Landespolizeidirektion Kärnten angehalten und kontrolliert. Die Beamten schauten nicht schlecht, als während der Kontrolle der Mann aus dem Fahrzeug stieg und seine Beine in die Hand nahm. Also er flüchtete zurück auf die slowenische Staatsgebiet und verschwand dort in der Dunkelheit. Ja, bei der Durchsuchung dann seines Autos, des in slowenischen zugelassenen PKWs, fanden die Polizisten dann in einem Plastiksack hinter dem Beifahrersitz 5,5 Kilo Cannabiskraut. Diese waren in 10 vakuumierten Säcken zu je 550 Gramm abgepackt.
Die Sorten haben sie uns nicht verraten. Ja, weitere Erhebungen betreffend des Zulassungsbesitzers und der geflüchteten Person werden via Polizei Kran Slowenien durchgeführt. Es bleibt also spannend. Ja, und dann noch eine Meldung aus Oberösterreich. Durch Deutschlands Cannabis-Legalisierungsvorhaben reagiert auch nun Österreich. Denn aus österreichischer Sicht müsse das unbedingt verhindert werden. Diese Ansicht in Oberösterreich sind offenbar mehrere Parteien. Die Folgen einer Legalisierung in Deutschland wären für uns verheerend. Drogentourismus an den Grenzen, mehr Drogenlenker, auch mehr psychische Erkrankungen durch Cannabiskonsum. Das dürfen wir nicht zulassen. Darum muss Österreich sich klar gegen eine EU-Rechtsänderung aussprechen, sagte Dörfel, ein Clubmann der ÖVP Oberösterreich. Hingegen die jungen Neos hatten zuletzt am Campus der Kempler-Universität CBD-Produkte verteilt. Die SPÖ hatte ihre Meinung geändert. Im September hatte man noch pro Legalisierung gestimmt. Ja, und Donnerstagnachmittag war mit der ÖVP und der ÖVP gemeinsam dagegen. Ja, die Nachteile und Risiken überwiegen ganz klar, so der selbsternannte Drogenexperte Michael Gruber der FPÖ. Hohe gesundheitliche Risiken und der Einstieg in härtere Drogen sind vorprogrammiert. So experimentierte man auf den Rücken von Drogenkonsumbetroffenen. Das lehnen wir klar ab. Ja, wir kennen diese abgedroschenen Argumente aus dem bayerischen Raum. Ja, und noch eine Meldung aus Österreich. Diesmal aus Kärnten schon wieder einen Millionenbetrug mit Cannabispflanzen. Jedenfalls ermittelt die Kärntner Kripo. My First Blunt ist im Visier des Landeskriminalamts. Ja, ist es ein Cannabis-Investitionsmodell oder doch ein Pyramidenspiel? Der Cannabismarkt boomt gewaltig. Österreichs Fahnder melden Rekordwerte bei Funden von Haschisch oder illegalen Hanfplantagen. Dazu ist nicht berauschen und deshalb legale Cannabiswirkstoff CBD ein Trendprodukt für Kosmetika und als Einschlafmittel geworden. Ja, da immer mehr Länder von Deutschland über Marokko bis Thailand das verbotene Kraut generell legalisieren oder legalisieren wollen, möchten eben viele Menschen am großen Geschäft mitmischen. Ja, und während sich Aktien großer Cannabisfirmen längst im Keller befinden, wachsen dubiose Investitionsmodelle in den Himmel. Eines davon nennt sich E-Growing und dürfte nun in Österreich ein gigantischer Kriminalfall mit möglicherweise über 30.000 Opfern werden. Die Kunden erhalten offenbar seit vergangenen Dezember keinen Cent mehr ausbezahlt. Von den anfangs versprochenen Traumrenditen von rund 45% soll ohnehin keine Spur mehr sein. Ja, möchte hierzu aber noch mal ein kleines Extra ausstrahlen. Und wenn wir schon beim Thema sind, die Juicy Fields Ermittlung, also eine Spur führt nach Russland. Der Schaden durch den Juicy Fields Skandal wird immer größer. Also schon fast 9 Millionen Euro haben die Opfer der mutmaßlichen Cannabis-Betrüger inzwischen bei der Justiz geltend gemacht. Und da sind die sind angeblich aber sogar noch weiter aktiv. Ja, reich werden mit Cannabis, das war ein Versprechen der Firma Juicy Fields. Und dafür investierten Anleger weltweit teilweise ihre kompletten Ersparnisse. Doch der Traum von schnellem Geld mit Gras entpuppte sich dann als mutmaßlicher Millionenbetrug. Eine Spur soll sogar nach Russland führen. Auch unser Micha hat ja schon darüber berichtet. Ja, die Ermittlungen gegen Juicy Fields Verantwortlichen gestalten sich zäh. Was an den großen Firmengeflechten und der großen Anzahl an dubiosen Geschäftsführern liegt. Juicy Fields setzt sich ja aus mehreren Firmen zusammen, unter anderem aus den in den Niederlanden sitzenden Juicy Holding BV und halt in Deutschland der Juicy Grow GmbH. Und über das Vermögen dieser beiden Unternehmen wurde am 19. Dezember 2022 zwei Insolvenzverfahren eröffnet. Und besonderes Interesse liegt dabei auf dem deutschen Standort in Berlin. Ja, der Insolvenzverwalter teilt dazu auf seiner Webseite mit, dass im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Juicy Grow GmbH liegt derzeit das Hauptaugenmerk darauf, den Geldfluss nachzuvollziehen, Vermögenswerte zu ermitteln. Also sobald das gesamte Vermögen der Juicy Fields Grow GmbH verwertet ist, wird es an die Gläubiger der Juicy Grow GmbH im Quotal verteilt. Ja, ehemaliger Geschäftsführer der Juicy Grow GmbH in Berlin ist laut Handelsregister der Geschäftsmann Viktor Bittner, der seine Wurzeln in Russland haben soll. Aber auch hier bleibt es also traurig, aber spannend.
Ja, und jetzt mal eine Meldung vom Cannabis-Wirkstoff. Und zwar, Cannabis-Wirkstoff hält Früchte länger frisch. Also Forscher der Tamast-Universität haben eine unsichtbare, aber essbare Beschichtung aus Cannabidiol, also CBD, entwickelt, die leicht verderbliche Früchte wie Erdbeeren viel länger haltbar macht. Ja, das Team hat CBD mit biologisch abbaubaren Polymeren kombiniert, die auch bei der Herstellung von Medikamenten verwendet werden. Sie haben so Partikel mit einer Breite von 400 Nanometern hergestellt. Diese wurden mit Wasser und dem Lebensmittelzusatz Natriumglinat vermischt. Als nächstes tauchen die Forscher dann Erdbeeren in eine entstandene Lösung, gefolgt von einem zweiten Bad in so Ascorbinsäure und Calciumchlorid, das die Beschichtung in ein Gel verwandelt. Ja, und um die Konservierungsfähigkeit der Beschichtung zu testen, hat das Team dann die behandelten Erdbeeren und umwandelte Erdbeeren in offene Plastikbehälter gegeben und sie dann bei einer Kühlschranktemperatur aufbewahrt. Und die CBD-behandelten Beeren waren 15 Tage länger haltbar und genießbar und behielten auch ihre Farbe. Ja, mit dem Verfahren ließen sich Lebensmittelabfälle reduzieren. Möglicherweise dient es auch zur Behandlung von anderen Früchten und allgemein Lebensmittel, die schnell verderben. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, untersucht derzeit, ob CBD als neuartiges Lebensmittel eingestuft werden kann. Ja, die Europäische Kommission vertritt die Auffassung. Allerdings hat die EFSA festgestellt, dass die bisher vorliegenden Daten nicht ausreichen, um das Präparat zuzulassen. Ja, und noch eine Meldung aus der Schweiz. In den Städten Bern, Luzern und Biel wird für eine Studie ab Herbst 2023 Cannabis verkauft. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, also BAG, stimmte nach eigenen Angaben dem Versuch zu. Die Studie untersucht die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des regulierten Cannabisverkaufs, teilte die Universität Bern am Mittwoch mit. Ähnliche Projekte laufen schon in Basel, Zürich und Luzern. An der Studie mit dem Namen Script sollen laut der Universität Bern und 1000 Menschen teilnehmen, die regelmäßig in ihrer Freizeit Cannabis konsumieren und mindestens 18 Jahre alt sind. Sie können Cannabisprodukte, die spezifisch für die Studie hergestellt werden, in ausgewählten Produkten beziehen. Weiter nach Spanien. Ja, man würde eigentlich Kanada behaupten, aber nun ist wohl Spanien zu Deutschlands Hauptlieferant von Cannabis geworden. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes hat Spanien Albanien als Hauptherkunftsstaat für Marihuana-Großtransporte nach Deutschland abgelöst. Ja, der professionelle Cannabisanbau durch Gruppierung organisierter Kriminalität in Spanien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, teilte das BKA mit. Insbesondere in Andalusien bekämpfen sich wohl rivalisierende Drogenbanden mit der Polizei. Ja, es drängen immer mehr Gruppen auf den Markt, sagte Drogenermittler der Guardia Civil. Ja, immer mehr oder öfter kommt es zu bewaffneten Überfällen zwischen verschiedenen kriminellen Vereinigungen. Allein an der Costa del Sol, einem Küstenabschnitt bei Malaga, zählt der spanische Geheimdienst ca. 113 kriminelle Vereinigungen mit 59 Nationalitäten. Also hier bewegen sich einfach zu viele kriminelle Organisationen auf engstem Raum, die alle an dem lukrativen Geschäft teilhaben wollen. Ja, Spanien bietet halt nicht nur gute klimatische Bedingungen für den Marihuana-Anbau, sondern liegt halt in direkter Nachbarschaft zu Marokko, wo halt weltweit das meiste Cannabis-Hasch, also Haschisch, produziert wird. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass bald mehr Sonne in Deutschland scheint und der Cannabis-Anbau nicht nur indoor legal stattfinden kann. Ja, bleibt gesund. Ihr dürft uns gerne mit einem Super Thanks unterstützen. Abonniert uns bitte, aktiviert die Glocke, damit ihr mehr informiert bleibt. Und bis dahin. Baba.